Irgendwer hier in diesem Scheißhaus klaut mir das Internet. Also ich klaue Internet von Tadel. Wahrscheinlich versucht er gerade hochzuladen. Hallo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Craft Attack. Und mit dabei ist wieder der süße, bezaubernswerte und etwas verängstigte Skate. Ja, 2329.1. Hallo. Mit 15. Mit 15 Hi. Auch manchmal. Ja, Freunde, in der letzten Folge ist ja wieder einiges passiert, nämlich gar nichts. Und deshalb habe ich mir gedacht, in der heutigen Folge machen wir tatsächlich mal was. Aber der Skate wollte mir irgendein schwules Projekt mit ihm machen, wo er zusammen mit der Behindertenwerkstatt irgendwas Tolles gebaut hat. Komm, jetzt zeig mal her. Mit der Behindertenwerkstatt, guck mal. Also, wir haben ja alle so verschiedene Behinderungen. Was hast du für eine? Ich bin YouTuber. Okay, au, oh, das ist ganz schlimm. Kenne ich auch verschiedene Leute. Kennst du vielleicht auch die Werbung von LeFloid? Ja. Der wollte ja Chirurg werden und ist dann vom Bus gelaufen oder einem BMX und Unfall ist, oder sowas. Es ist traurig, es ist tragisch. Ja, ich wollte zum Beispiel Astronaut werden. Ja, und dann bist du YouTuber geworden. Genau, das passiert aus Versehen. Und ich kenne das. Viele YouTuber sind sehr geil. Zum Beispiel Broken Thumbs, der war erst schwul. Der? Und dann der eine, wurde ne? der Broken Thumbs, ne? Ja, der eine von den dreien, ja, genau. The fuck? So eine Idee? Das ist ein Creeper. Richtig. Und der explodiert auch? Nein, bitte nicht, Alter. Das ist Arbeit, den zu bauen. Hey, willst du darin wohnen? Ja, klar. Jetzt ehrlich? Ich wohne in einem fucking Creeper. Nein, natürlich nicht, aber ich dachte, die Stadt kann so eine kleine Statue mal gebrauchen. Das sind jetzt nur die Füße. Ja, aber ich meine, ich habe keine grünen, warte, ich hab keine grünen Füße. Skate, ich bin der Bürgermeister, ich wohne da auf dem, also ich bild mir das immer ein. Die anderen sagen zwar nein, aber ich wohne da oben. Ja, du hast auch das Haus, was hier am meisten raussticht. Ja, ist ja auch das geilste Haus eigentlich, kann man schon sagen. Guck mal da hinten, Peter baut da irgendwie den Führerbunker von Adolf Hitler nach. Broken Thumbs wohnt in so einem Piratenschiff. Early Boy wohnt in einem Und ich Haus. Baue einen Creeper. Was ist das hier, was steht hier über diesen Schildern? Toni zockt, Freerider, von wem ist denn das hier? Hier baut Skate. Ach, das ist von deinem Stream? Das sind Spenden. Livestreams. So. Also ich glaube, ich würde mal sagen. Die wollte ich einmal in den Creeper reinbauen, aber. Ja, krass. Skate. Verstehst du mich gerade noch oder laggt's gerade ein wenig? Laggt's gerade? Ich glaube, du laggst gerade ein bisschen. Skate. Gerade hast du irgendwie ein Wort verloren, aber ich glaube ich. Ja. Lag ich? Ja, hallo? Du laggst sehr. Jetzt geht's wieder. Also eigentlich bin ich noch da. Nö, also ich laufe hier auf jeden Fall rum. Ich habe auch keine Ahnung, was da los ist. Hallo? Ich habe gerade ein bisschen Angst, ne? Aber in meinem Chat kommt passiert auch nichts. Ich delay? Nö, ich auch. Kein Delay. Bin ich das? Ich glaube, ich bin vom Teufel besessen. Oder tadel etwas hoch. Na, ich wusste das. Ich wusste, ohne Spaß, ich wusste, dass dieser Tag kommt. Weiß ich nicht, ob du das bist. Einfach nicht nur das Internet von Leuten snacken kann. Das ist super. Wir schauen doch manchmal gegenseitig das Internet. Ja, da jetzt kommt aber alles. Nö, du hast gerade richtig geleckt und jetzt bist du wieder unterwegs. Okay, krass. Irgendwer hier in diesem Scheißhaus klaut mir das Internet. Also ich klaue Internet von Tadel. Wahrscheinlich versucht er gerade hochzuladen. Aber juckt mich nicht. Ja gut, schade. Internetdiebe sind auf jeden Fall hier am Start. Das läuft 1237. Und ja, lieber Skate, wir hatten eben eine sehr lustige Idee. Und zwar haben wir hier ein kleines, aber feines Monsterproblem, abgesehen von unseren drei Hauptprotagonisten. Ist die Decke ja noch gar nicht fertig und es Skate. Erzähl doch mal, Skate! Ja. Erzähl doch mal bitte, was wollt ihr hier machen? Ja, also ich habe mir überlegt, dass wir auch hier einen Creeper reinbauen. Aber der explodiert dann. Ja, der explodiert mehrmals. Finde ich cool. Kann mehrmals explodieren. Oh, hier unten ist zu laut. Nee, ich hatte dich vorhin angeschrieben. Nee, das ist Dolby Surround, hör mal. Warte, ich mach mal ganz kurz an, wollt ihr mal hören, Leute. Bestes Geräusch. Boah, das hört sich echt an, als wäre das echt. Boah. Nee, ich hab Nein, ich muss die Story mal ein bisschen pitchen, weil die ist halt lange nicht mehr geändert worden. Ein bisschen linear, könnte man sagen. Siehst du den Twist von dem Zombie in der Mitte? Aha. Siehst du das? Der kann sich nicht entscheiden. Richtig, genau, weil er weiß halt nicht, wo es hingeht. Aua. Aber ich habe auch hier gar keine Minecraft-Geräusche gerade. Gut, machen wir es halt wieder aus. Juckt, okay. Alles klar. Skate, bist du noch da? Du leckst. Oh. Okay. Gut. Okay, da wurde mir wohl gerade... Ja, eine sehr laggy Folge heute auf jeden Fall. Scheinbar... Ah, jetzt hört es auf. Oh, schön. Irgendwer... Oh Gott, ist das laut. Leute, irgendwer hier im YouTube-Haus klaut mir das Internet. Kein Scheiß. Also, das geht nicht. Es ist ein Internet-Diva am Start. Das geht nicht. Gut. Ja. Skate, pass mal auf. Ich möchte ja noch was anderes zeigen den Leuten. Und zwar hatte ich mir spontan etwas überlegt. Ich muss jetzt immer gucken, ob du noch da bist. Am besten redest du jetzt durchgehend mit mir.
bevor alles im Arsch ist. Hallo. So, und zwar kennt ihr ja bestimmt Batman. Und ich dachte mir, weil ich so ein krasser Typ bin, weil viele Leute sagen auch, ich bin Batman, dazu später mehr, dachte ich mir, ich baue mir hier so eine eigene Batcave rein mit so einem Batmobil und sowas. Also ich habe hier noch unendlich viel Platz hinter dem Wasserfall. Und das ist quasi, wie man halt hier sieht, ist es hier quasi direkt hier. Das heißt, Skate, eigentlich muss mein ganzes Haus mit Geheimgängen verbaut werden, verstehst du? Boah, krass. Und ich möchte hier eine richtig dicke Meth-Cave reinbauen oder eine Batcave, je nachdem. Vielleicht eine Macbeth-Cave, keine Ahnung. Und ja, ich brauche auf jeden Fall mal jemanden, der mir hier so ein bisschen mit anpackt. Da können wir ja ein bisschen über. Ich dachte eigentlich, dass du mich in diese Folge hier reingeholt hast, damit ich dir deine Decke mal richtig ausleuchte. Ja, lass mal einen Daumen hoch da, wenn wir das nächste Mal machen sollen, Freunde. Ne? Oder hast du schon Stuff dabei dafür jetzt? Ja, das weiß ich nicht. Ich habe überhaupt keinen Stuff. Wir brauchen Glowstone und Redstone. Ja, komm, da habe ich alles gar nicht. Hör doch auf. Also ich okay, habe dann baue ich jetzt hier Steine. Ich habe, glaube ich, insgesamt, warte mal, wie teuer ist eine Glowstone-Lampe? Für Glowstone Dust. Und ich denke mal für deinen, also lass mich mal kurz hier so krasse. Oh Gott! Wow. Hab mich kurz erschrocken. Soll ich dir zur Hilfe kommen? Ja, bitte. Hast du eine Efficiency? Warte mal, ich habe noch hier eine Effizienzdinger. Eine Haltbarkeit. Ich brauche eine Glücksspitzhacke. Hast du eine? Nee, aber einer der Villager verkauft Glück 3 Bücher. Effizienz? Nee, warte mal, ich habe da noch irgendwo bestimmt eine. Ich glaube sogar. Das Dumme ist nämlich dieses Glück und Silk Touch. Das ist ziemlich behindert. Lass mich mal hochrechnen, wie viel wir brauchen. Ich habe noch 6 Glowstone, wenn ich die abbauen würde, theoretisch. Nee, die ist Behutsamkeit. Wo ist denn meine Glücksspitzhacke? Hallo? Boah, 6 wird knapp. Glücki? Wie bitte? 6 wird knapp. Ja, das wird auf jeden Fall schon mal nicht hinhauen. 6 wären, nee, also 6, ich glaube, doppelt so viel wären geil. Okay. Ja gut, da. Wer traut sich jetzt in den Nether von uns beiden? Das Problem ist halt, ich habe auch keine Glücksspitzhacke gerade. Das heißt, ich müsste quasi zuerst einen Villager hin und eine kaufen, richtig? Ah. Oh je, Freunde, oh je, das ist oh je. Hier ist sind doch noch 12 Glowstone drin. Wo? In deiner Truhe hier. Ja, wusste ich, hol die mal da raus. Ja, dann haben wir genug, oder? Dann brauche ich auch keine Glücksspitzhacke eigentlich. Ja, ne? Das stimmt. Also ich habe hier 12 gefunden, wo hast du 6 gefunden? Hier, pack die mal alle nebeneinander. Ah, ja, dann bauen wir die ab. Warum genau? Weil du doch meintest, Glowstone hast. Nee, wir brauchen Glowstone, nicht. Ach, du Vollidiot, du hast gesagt Glowstone, das, du Dummkopf. Nein, ich hab Glowstone gesagt. Hast du gesagt? Hast du gesagt? Gesagt? Leute, ohne Spaß, hat er wirklich gesagt? Hat er ehrlich gesagt? Hast du ja, wirklich? Ist egal, wir haben so. Ja, toll, jetzt haben wir schon mal einen verloren. GG, gut gemacht. Gut gemacht. Nee, jetzt zwei, noch, jetzt zwei noch sogar. Redstone. Hier, voll Spaß, die da. Alter, hab ich echt gesagt? Ja, hast du, dummer ich Mensch. Hab Redstone das gesagt. Dummer Mensch, nein. Nein, du hast Glowstone das gesagt. Echt jetzt? Ich hab mich schon gewundert, warum du das sagst. Ich dachte, die hätten das Crafting-Rezept geändert. Und du bist ja so der Minecraft-Profi und. Ah, Skate! Skate! Entschuldigung. Ich hab, manchmal kommt es einfach so über mich, weißt du? Dann ja, schrei ich einfach. Aber das ist okay, du kannst gern. Jetzt dachte ich gerade, du willst mich mobben. Auf einmal steht ein Zombie hinter mir und haut mich. Ja, das ist. Hast du jetzt getötet? Okay. Nee, mach nicht. Ich kannte ihn auch gar nicht persönlich. Das ist okay. Also, das ist okay? Okay, wenn du den quasi getötet hast, das ist okay für mich. Ja, ihr seht, die Häuslebauerei hört nicht auf, weil ich ständig neue Ideen habe. Ich bin nur noch am Überlegen, ein Fitnessstudio zu bauen und eine interne Schwimmhalle oh, vielleicht. Oh, bitte. Das fand ich voll cool. Dann kann ich immer zu dir zum Trainieren kommen. Richtig, weil Skate ist nämlich ziemlich breit und der muss halt breiter werden, versteht ihr? Ja, aber breiter als der Hampelmann. Oder wie hieß das? Weiter der Tür stehe eigentlich, aber. Oh, verdammt. Läuft bei dir. Ja, Skate hat auf jeden Fall ein, ich glaube, wie viel Pötte Quark isst du am Tag? Ich glaube, du isst sogar mehr Quark als 3 Plus. Ich esse nicht Quark, ich nehme, wie heißt das, Proteine. Achso, Skate ohne Witz, der ist Whey-Protein-süchtig, Freunde, kein Scheiß. Ja. Der frisst immer weiter nur Whey-Protein. Und Anabolika auch. Auch? Ja, aber ja, nur die ganz harten, die schon glitzern. Die schon glitzern, die Anabolikas. Ja, richtig. Wer kennt sie nicht, die glitzernden Anabolikas. Ich glaube, ich mache hier tatsächlich so eine kleine Grotte oder sowas rein. Ich muss mir mal genau überlegen, was ich hier reinpacke. Erstmal auf jeden Fall fackeln, damit ihr keine Huensen spawnen. Und boah, hier ist es so dunkel. Gehen wir mal runter zum Skate. Ihr könnt ihr mal ein paar Vorschläge machen, was ich in die Höhle alles reinpacken soll. Vielleicht mache ich es ja auch, dass ich da irgendwelche Schilder von Leuten, die sich im Stream nackt ausziehen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jemals Spenden im Stream mitmache. Glaube ich eher nicht, keine Ahnung. Das muss man überlegen. Da ist auf jeden Fall noch Platz drüber. Ich mache mir gerade Gedanken, wie man es am besten baut, weil ich habe jetzt mal 8 Lampen gemacht. Das könnte eigentlich schon reichen. Ja, in der Tat. Und dann muss man hier am besten. Ja, du baust deine Decke gleich selber. Hier müsste man auf jeden Fall einen Knopf hinmachen, so hier oben. Dass man hier einen Schalter hat zum An- und Ausmachen. Ja, gut, habe ich gesagt. Jetzt oder einen Knopf, wie du willst. Können ja, einen Knopf dann mit einem Timecode-System, dass die immer nur so und so viel. Nee, schon ein Hebel, das wäre besser. Ja, gut, wir können auch ein Timecode-System bauen. Ja, gut, wir könnten aber auch theoretisch. Brauchst nur einen T-Flip-Flop und dann läuft die Sache. Richtig, genau, und das ist es halt, Leute. Wisst ihr, ihr müsst nur einen T-Flip-Flop haben und dann. Ne, wisst ihr Bescheid.
Bist du jetzt wieder weg? Hallo? Ja gut, es geht wieder los, es geht wieder los. Die Internetdiebe sind wieder am Start. Ich hoffe, dass ich dieses Video hochladen kann, ohne verprügelt zu werden. Das ist heftig, du. Ich bin mir sicher, dass sich Taddle gerade richtig unten aufregt. So, nein, warum dauert der Upload so lange? Nein, Revi, der Wichser klaut mein Internet, nein. Der dauert ja richtig lange, das ist ja abnormal. Der Upload dauert so richtig. Ja, keine, ich weiß auch gar nicht, ob du zu Hause bist. Vielleicht guckt doch gerade, vielleicht der Kluge ist ja, also Kluge, Sebastian Kluge ist ja gerade noch bei dir. Vielleicht guckt er einfach nur ein paar, keine Ahnung, Pornos, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird das Internet gerade mehr beansprucht, als ich es gewöhnt bin. Mit Dena zusammen. Richtig, man weiß es nicht. Denas Internet habe ich auch noch, zur Not habe ich noch das von Simon. Also ich muss mir eigentlich nicht mein eigenes bestellen. Aber natürlich kommt das noch. Mein Gott, ich muss jetzt mal wirklich... Das ist einfach so mies. Hier, die Kiste steht übrigens noch offen. Sehr geil, sehr, sehr geil. Ich feiere das, ja. Und ja, das ist tatsächlich lustig, wie lange Leute schon geschrieben haben. In jedem deiner Titel steht YouTube House. Aber das ist halt, liegt halt daran, dass ich im Moment halt hier wohne. Und für mich alles noch neu und aufregend ist, diese Erfahrung einfach, ja, bis ich rausgeworfen werde, wa? Dass ich halt diese Erfahrung einfach gerne mit teilen möchte. Das ist dieser T-Flip-Flop hier, ne? Warte, ich baue den kurz. Ja, genau. Ja, das ist der T-Flip-Flop, genau. Wenn ich jetzt TNT dabei gehabt hätte, dann wäre es aber hochgegangen. Das wäre aber jetzt gar nicht mal so lustig gewesen, lieber Skate. Oh, das, ja, das schon, aua. Du bist ein Dummkopf. Aber ich schlag meine Bauarbeiter. Nur weil sie schwarz sind. Habe ich nicht gesagt. Sieht man dir auf jeden Fall hart an, dass du schwarz bist, definitiv. Schwarz. Ja gut, ich hoffe mal, dass die polnische Gerüstbaufirma Skiert 702 hier ein schönes Gerüst aufbaut. Ja, das, was hier, du musst mal sagen, ob dir die Position der Lampen so gefallen. Gefahren? Ich muss ja... Das ist Akkordarbeit hier, ich werde ja nicht nach... Nö, du wirst ja nicht nach Leistung bezahlt, du wirst nach deinem... Doch, finde ich so ganz cool. 4-4, zack, ja, finde ich gut, Gucken wir uns das mal selber an, so. Doch, hat was, finde ich. So, guck, jetzt hast du hier so ein kleines Gerüst mit Aufgang, ne? Dann boah, ist das ist ja cool, sogar mit damit so das alles vom Bausicherheitsverständigen auch alles... Also ich kann jetzt hier auch nicht mehr runterfallen. Das weiß ich nicht. Oh doch, ja, okay. Okay, ja gut, man muss halt ein bisschen drauf aufpassen, aber im Endeffekt, mein Gott. Team Fall, ja. Team G. Ja, ich fand es auch gerade lustig, guck mal, du bist hier unten, fällst hier runter, läufst aber bis hierhin wieder hoch, ja, um dann da hoch zu gehen. Das ist auf jeden Fall, Skate, du bist Informatiker krass. Halt. Ja, richtig, genau, logisches Denken, nee. Gut, Freunde, wir müssen die Folge leider hier schon beenden. Ich werde diesen jungen Mann auf jeden Fall weiterhin dazu zwingen, dass er mir hier weiterhilft. Wenn ihr Bock habt auf mehr Folgen mit Skate, lasst einen Daumen hoch da, schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Und ja, alles Weitere klären sich dann in mehreren Tagen, wenn ich vielleicht mal irgendwann ein eigenes Internet kaufe oder nicht. Auf Wiedersehen, meine Freunde. Macht's gut. Tschüss.